Wir leben heute in einer Welt voller aufregender, aber auch krisenhafter Entwicklungen. Theater und Journalismus sind Versuche, die Welt zu begreifen und zu interpretieren. Schauspieler und Journalisten haben gemeinsam, sich in andere, reale oder erfundene Menschen hineinversetzen zu müssen und dazu die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Schließlich senden das Theater und die Medien darüber auch Botschaften an die Öffentlichkeit. Gründe genug für das Oberstufenensemble des K25-Theaters und die interkulturelle Jugendzeitschrift Trait d'Union, dieses Schuljahr bei der Beschäftigung mit dem Thema Flucht und Heimat zusammenzuarbeiten. Journalismus. Spaß. Informationen. Interviews. Kreativität. Kommunikation. Kultur. Besser werden. Theaterspiel. Wissenserweiterung. Persönliche Erfahrung. Ja, damit kommen wir auch schon zu unserem Workshop oder zu unserem Projekt zunächst einmal. Der Herr Thiel hat es ja schon kurz vorgestellt, ich möchte es nochmal umreißen. Also wir machen jetzt heute einen Workshop zum Journalismus erst einmal. Und dann am letzten Tag auch zum Theater als Startschuss der Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht und Heimat. Das soll das ganze Jahr über gehen. Die Erstellung von journalistischen Produktionen für die Zeitschrift Trait d'Union stehen jetzt erstmal im Vordergrund. Das ist das, was hier angestoßen werden soll. Dann werden wir als Oberstufentheater ein Theaterstück erarbeiten zu zentralen Motiven aus dem Theaterstück Der Junge mit dem Koffer. Das ist eine Fluchtgeschichte. Das lief bereits in der Schauburg und wird extra für uns im Mai wieder neu aufgelegt. Es gibt dann auf dem Weg einen intensiven Austausch zwischen der Schauburg und uns mit Workshops und mit einem gegenseitigen Besuch der Aufführungen und Gesprächen über die Aufführungen, über die Umsetzung des Themas, wozu natürlich die Leute von Trait d'Union herzlich eingeladen sind, weil ihr sollt ja das Ganze, die ganze theatralische Arbeit auch journalistisch begleiten. Also das heißt, ihr seid auch eingeladen, mal unsere Proben zu besuchen und natürlich ganz sicher auch unsere Aufführungen und auch die Aufführungen in der Schauburg. Ich würde mich freuen, wenn wir da alle gemeinsam hingehen könnten. Und dann kann man da eben auch drüber schreiben, auch über die unterschiedlichen Herangehensweisen vielleicht. Und letztlich dient dann die Webseite Trait d'Union Online als Ort der Dokumentation unserer Arbeit und auch als Ort der Diskussion. Und man kann also auch Artikel, die eingestellt sind, dann auf dieser Internetseite diskutieren. Und natürlich auch die Arbeit an unserem Theaterstück, die werden wir auch zum Teil dokumentieren, wir werden zum Teil was dazu schreiben. Oder eben auch vielleicht kommt mal der Luca vorbei und filmt was wir machen. Und das kann man dann einstellen bei Trait d'Union und da kann man dann darüber diskutieren. Und zwar nicht nur wir, sondern auch die internationalen Partnerschulen in Indien und in Italien haben natürlich Zugang dazu und können dort dann auch ihre Artikel einstellen zu unserem Thema. Der Reporter vermittelt vor allem Fakten, aber er darf im Gegensatz zum Berichterstatter oder zu den Nachrichten, darf er auch durchaus eigene Eindrücke mit reinbringen, also einen persönlichen, dem Ganzen einen persönlichen Touch geben. Er soll aber nicht selbst werten, also keine eigenen Wertungen oder Vorurteile reinbringen, sondern möglichst sachlich bleiben, was natürlich nicht hundertprozentig gelingen kann, denn schon allein durch die Auswahl hinterher, wenn man den Film dann zusammenschneidet, durch die Auswahl der Bilder und auch der Textstellen. Das ist natürlich sehr subjektiv und wird natürlich bewusst oder unbewusst auch von eigenen Meinungen beeinflusst.
Aber grundsätzlich ist es ideal, wenn man das so sachlich wie möglich darstellt, was man eben darstellen will, und neutral bleibt und dafür sorgt, dass der Zuschauer sich selber ein Urteil bilden kann. Das bezieht sich also auf die Reportage im Allgemeinen und speziell im Film- oder Videobereich hat man da die Möglichkeit bzw. eigentlich die Pflicht, die Dinge zu zeigen, über die man reden will und nicht zu erzählen. Also man zeigt den Zuschauern durch die entsprechenden Bilder, was man sagen will. Ein Buch, was ich auch dabei habe, das sind Interviews mit Geflüchteten. Verschiedene Schriftsteller und auch ich haben Geflüchtete interviewt und das war nicht leicht, weil die sehr viel Schweres mitgemacht haben. Und die musste man erstmal ein Vertrauen fassen und dann Interviews machen, sodass sie auch was erzählen wollen. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, aus Menschen das herauszukitzeln, was sie vielleicht gar nicht sagen wollen. Aber in einem Gespräch funktioniert das und darüber wollen wir ja nachher das Workshop machen. Nein. Ich würde gern von Ihnen wissen, was aus Ihrer Sicht sich hier positiv, was sieht für Sie so positiv? Das ist doch klasse, es wird alles viel bunter. Gucken Sie sich mal hier um, hier gab es früher nur Kohle und Kartoffeln. Das war Bayern. Ja? Und jetzt gehen Sie mal die Straße rauf. Da haben wir Türken, da haben wir Griechen, da haben einen Perser, der übrigens kochen Sie Persisch? Ich würde gerne Persisch kochen. Im Moment würde ich Sie gerne noch mal weiter von Ihnen wissen, wie Sie das erleben. Okay, wir machen mal einen Schnitt. Mhm. Diese Trutsche hier, die alles schon sowieso genau weiß, ist schwierig zu interviewen. Ich hab's gemerkt. Ja. Warst du besser, bist du das? Ja, genau. Aber die Leute, es ist typisch. So sind die Leute, die wissen ja alles und rechnen sowieso. Wenn ihr auf die Straße geht, wenn ihr ausgewählte Interviewpartner kriegt, angenommen, ihr kriegt jetzt einen 17-jährigen Jungen, der seit 3 Jahren in Deutschland ist, mit dem könnt ihr normal kommunizieren. Auf der Straße trefft ihr solche Handarbeitslehrer. Ich lebe jetzt in München. Ich bin im Juni hergezogen, also vor 3 Monaten. Mein Vater hat Journalistinnen Dr. Cornelia Schelling und Angela Röthe zeigen uns, wie man richtig interviewt. Man sollte sich immer gut vorbereiten und eine gute Einstiegsfrage parat haben. Am besten etwas Neutrales. Generell gilt, lieber offene Fragen, bei denen die Person viel und frei erzählen kann, anstatt geschlossene, bei denen man nur mit Ja oder Nein als Antwort rechnen kann. Auf und Suggestivfragen wie denken Sie nicht auch das, stimmt es nicht das, etc. raten Sie ab. Neugier und Respekt gilt es zu wahren und nicht seine eigenen Gedanken und Werte mit einzubringen, sondern voll und ganz auf den Interviewpartner einzugehen. Ich habe schon Übung damit vorzuziehen. Ich war schon in Deutschland, aber hier, obwohl man denken will, dass es so ähnlich ist, weil wir die Sprache haben, so, es ist doch voll bei der Sprache, stoße ich immer wieder auf Sachen, die bei deutschen Gesprächspartnern nicht verstehen. Also manche Wörter, wo ich dann muss mich dann Frage anschaue, ich denke, das ist einfach selbstverständlich, Jause war was oder Stiege oder so. Ich muss mal jetzt ein Zusammensgefühl hat, dass man da Fragen stellt, wie man das Vertrauen wechselt, dass man dann versucht, das so zu reden, wo man jetzt konkret mit mich angenommen zu machen könnte. Dann lassen Sie sich gerade vielleicht. Wenn ihr nicht so was Schwieriges fühlt, wie hast du dich gefühlt? Weil die Worte sind schwer zu finden, das kann man richtig beschützen. Wenn man so sagt, okay, es war dann schwierig. Aufenthaltsgenehmigung. Also, wirklich einfach die Empathie dann. Aber doch, also,
bedeutet Heimat für Sie? Ist es ein Ort oder ist es ein Gefühl? Heimat hat mit den Menschen zu tun, wo ich mich wohlfühle. Und halten Sie es für möglich, mehr als eine Heimat zu haben? Und wenn ja, was muss dafür passieren? Ja, ist bei mir so. Ich komme eigentlich aus dem Allgäu, aber das ist jetzt hier halt meine zweite Heimat. Also, aber die Ursprungsheimat, die bleibt einem schon, glaube ich, auf ewig. Und was bedeutet Nationalität für Sie? Ja, gefährliche Frage heutzutage. Ja, Nationalität. Also ich sehe es halt eher als ein Geschenk an, dass man hier geboren ist. Und dann sollte man eigentlich dankbar sein dafür. Ja. Und ist Nationalität vererbbar? Also zum Beispiel, wenn jetzt meine Eltern, keine Ahnung, aus Amerika kommen und sie kommen hierher und ich bin dann hier geboren zum Beispiel. Bin ich dann Amerikanerin oder bin ich Deutsche? Also ist es vererbbar, Nationalität? Nee, würde ich nicht sagen. Wobei, also meine Eltern kommen auch aus verschiedenen Teilen von Deutschland und das sind halt auch beides wichtige Orte für mich und so wird es mit Ländern auch so sein, denke ich. Also, aber für die Betroffenen hat es eigentlich Vorteile, weil man dann ein bisschen einen breiteren Horizont hat einfach, ja. Okay, danke. Gut. Dann was als nächstes? Wie ist, also wenn wir fragen, ist es schwierig mit den Flüchtlingen zu arbeiten durch das, was sie erlebt haben, dann fragt er ja, es ist schwierig, nein, es ist nicht schwierig. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig. Da kriegen wir ja vielleicht irgendwie, wie ist es mit diesen Flüchtlingen zu arbeiten? Oder was ist das Besondere daran? Ja. Also Refugio ist ja das Behandlungszentrum für Menschen, die Flucht und Folter erlitten haben. Und ich war immer schon lange politisch interessiert, auch sehr an den Folgen der Nazizeit. Und hab dann gedacht, es reicht nicht, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern ich wollte auch da irgendwo eingreifen, wo auch jetzt noch Menschen Gewalt erlebt haben. Und das war eine gute Kombination für meinen Beruf als Psychotherapeutin. Also eine gute Kombination, meinen Beruf als Psychotherapeutin zu verbinden mit politischem Anliegen. Und was ist so das Erste, was Sie machen, wenn die Flüchtlinge ankommen, so das Erste, um ihnen zu helfen? Wir lassen sie, ich mache das, was ich in jeder Therapie, ich kann sagen, was ich mache und ich kann sagen, was die Einrichtung macht. In der Einrichtung gibt es Sozialpädagogen und Psychotherapeuten. Jeder geht Flüchtling, also jeder neue Patient geht erstmal zum Sozialpädagogen und die helfen und ordnen so das äußere Leben. Diese ganzen bürokratischen, juristischen Geschichten, wir arbeiten auch eng mit Rechtsanwälten zusammen. So. Und das, was ich als Psychotherapeutin gemacht habe, ist das, was man immer in der Psychotherapie macht. Man lässt die Leute ihr Leiden erzählen, man fragt sie, was sie sich vorstellen, was sie erreichen wollen, wie sie sich Gesundheit vorstellen und setzt dann bei dem an, worunter die Menschen leiden. Und gibt es einen bestimmten Ablauf von den Therapien oder wie läuft das ungefähr ab, wenn Sie... Die Therapien laufen nicht viel anders ab als Therapien in anderen Bereichen auch. Außer, dass man bei schwer traumatisierten Menschen bestimmte Dinge beachten muss. Dass zum Beispiel, dass sie nicht
in eine Negativschraube geraten, indem sie immer und immer wieder und immer wieder ihr Leiden erzählen. Es stimmt nämlich nicht, dass Leiden besser wird, wenn man es erzählt. Nicht unbedingt und nicht immer. Sondern wir achten anfangs sehr darauf, den Menschen zu helfen, überhaupt wieder innerlich ins Gleichgewicht zu kommen. Man nennt das Stabilisierung. Also was haben Sie für gute Erinnerungen, was ist in diesem Leben, was Sie jetzt führen, irgendwie gut, was für Fähigkeiten haben Sie, an was für Fähigkeiten erinnern Sie sich, weil sehr viele Menschen müssen ja, wie man so locker sagt, ihre Biografie an der Grenze abgeben. Das heißt, es waren Menschen, die in ihren Ländern Lehrer, Rechtsanwälte, Professoren waren und die hier bestenfalls, wenn sie Glück haben, in der Küche als Spüler ankommen und den Menschen erstmal zu helfen, ihre Würde wiederzufinden. Und das, was sie erlebt haben und das Trauma, das Schlimme, was sie erlitten, das kommt irgendwann im Laufe der Therapie. Und gibt es Dinge, die Sie aus der Zeit da auch für Ihr jetziges Leben mitgenommen haben, wo Sie sagen, das hilft Ihnen einfach jetzt zum Beispiel? Die Arbeit. Ich meine, die Arbeit hat mir hilft einem die ganze Zeit, also auch im anderen Leben. Man bekommt, ich sag Mann, also ich und die anderen, die Kollegen, Kollegen berichten sowas auch. Also wir bekommen einen schärferen Blick auf die Welt. Wir bekommen ein Bewusstsein dafür, in welchem Sahnehäubchen wir hier leben. Wir nehmen unsere eigenen Sorgen, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Wir wissen, da gibt es eben noch viel mehr. Und wir sind natürlich sehr aufmerksam politischen Tendenzen gegenüber. Und ich sehe immer, vielleicht geht es anderen in dem Bereich auch so, also ich gucke einfach immer, ist das jetzt gut für die Flüchtlinge oder ist es nicht gut für die Flüchtlinge, was da jetzt als nächstes kommt. Okay. Und also wir jetzt als Schüler, können wir auch Dinge tun, die Flüchtlinge helfen könnten oder so? Wir können jetzt, sind jetzt noch zu jung, um zu arbeiten, aber ansonsten? Ihr könntet euch irgendwelchen Erwachsenen anschließen, sei es eure Eltern oder sonst jemandem, die in der Flüchtlingsbetreuung sind. Und ihr könntet zum Beispiel einmal in der Woche mit irgendeinem Kind lesen üben oder sowas. Okay. Also so unter Anleitung von Erwachsenen, weil ihr dürft alleine weder in die Unterkünfte noch, also zur Refugio, aber in den Unterkünften, ich arbeite jetzt auch ehrenamtlich in einer Unterkunft, da gehen immer ganz viel die Ehrenamtlichen ein und aus und die ganzen, dass es in den Unterkünften überhaupt aushaltbar ist, das liegt an den vielen, vielen, vielen Ehrenamtlichen, die da kommen. Da kommen Leute und sorgen dafür, dass zum Beispiel, da wo ich arbeite, in der Trudringer Straße, und sorgen dafür, dass jedes Kind jeden Nachmittag Hausaufgabenbetreuung hat. Oder dass jemand, oder dass jedes Kind am Tag 10 Minuten mit irgendjemandem lesen muss. Und sowas, das könntet ihr auch machen. Oder ihr sagt, ihr holt irgendein kleines Kind ab und spielt mit ihm. Weil die Kinder, gerade die kleineren in den Unterkünften, die haben kaum Spielzeug, weil dafür kein Platz ist oder weil in den Kulturen, aus denen die Eltern kommen, Spielen nicht gewertschätzt wird. Und wenn man da mal einmal die Woche hinginge und mit einem Kind, was weiß ich, Puzzle spielt oder Kasperle spielt oder irgendwas, Lego spielt, dann wäre das in aller Ruhe, dann wäre das eine riesen, riesen Hilfe. Also erstmal möchten wir uns bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier zu sein, und wir möchten erst mit Ihnen kurz reden. Und als erstes hätten wir die Frage, was hat Sie genau dazu bewegt, dass Sie das Theater grenzenlos gegründet haben? Ja, wie ich schon erzählt habe, das ist eine Mischung gewesen aus der Empathie und dieser Willkommenskultur, die mich schon auch ergriffen hat, wie 2016 eben die Geflüchteten kamen und die vielen Berichte über das, was am Mittelmeer passiert ist, was sehr entsetzlich ist. Und wenn man merkt, irgendwie man auch mit der Zeit das Gefühl bekommt, dass Europa so eine Art Festung wird. Und das, da muss natürlich für mich halt ein großes Lebensthema ist die Menschlichkeit, die ich in diesen Zeiten
also befürchte, dass sie immer mehr durch soziale Kälte verschwindet. Und dann eben ja, ich möchte es fast sagen, ein Glücksmoment in meinem Leben, dass ich eben am richtigen Ort zur richtigen Zeit war, eben in diesem Kulturzentrum der Moorwiller, wo nebenan Akim mit einigen anderen geflüchteten Menschen in diesem Erstankunftshaus gelandet ist und wir da Kontakt aufgenommen haben. Also wenn Sie sagen, Sie haben sich erst dann so mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt, als es dann vor 3 Jahren diese Riesenwelle kam, oder hat Sie das schon länger interessiert? Das habe ich natürlich verfolgt, weil ich meine, Flucht ist ein Thema eigentlich, solange es die Menschheit gibt. Und ich meine, gerade aktuell sind es wieder 50 Millionen, die weltweit auf der Flucht sind. Ja, das ist ja auch sicher schön, wenn man dann auch merkt, dass man irgendwas auf die Beine gestellt hat zusammen im Moment, oder? Ja, es ist, das ist ja dieser kollektive Gedanke, weil es ist ja auch bei uns so ein Teil des Konzepts, dass wir schon auch versuchen, das als so eine Art, sage ich mal, Theaterfamilie oder eben ein Ort zu kreieren, wo sie sich auch ein bisschen zu Hause fühlen. Wo man sie, wächst ja auch zusammen. Ja, genau, wo man zusammenwächst und wo man auch merkt, dass sie Teil eines Ganzen sind. Ne? Und für uns ist ja auch wichtig in der Arbeit, dass wir eine Ensembleleistung machen. Also es ist eigentlich nicht Prinzip, dass jemand sagt, so, weil er eben vielleicht mehr Talente hat, wie auch immer, dass man sagt, das wird jetzt unser Hauptdarsteller, unser Star, und die anderen sind die Wasserträger, sondern für uns ist das eine kollektive Geschichte. Aber das hat eben auch eine Zeit lang gedauert, bis meine Jugendlichen verstanden haben, was kommt da raus, was ist das Gesamtbild, was transportieren wir ans Publikum. Ja, und ich glaube, dann würden wir dich auch gerne ein paar Sachen fragen. Also vielleicht erstmal so, wie du heißt und wie alt du bist. Also ich heiße Abdul Hakim und ich bin jetzt bald werde ich 19. Und woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Ja, okay. Und wie bist du jetzt dazu gekommen, also das Theaterstück sozusagen zu spielen? Also wie bist du zu der Gruppe gelangt sozusagen? Also ja, wir waren so in meinem Flüchtheim, da waren dort 9 Jugendliche zusammen. 9 Jugendliche, oder wir das ja im Land. 9 waren wir so insgesamt, 12 oder sowas waren wir in diesem Haus. Und da haben wir so zusammen gewohnt und ja, eigentlich, da am Anfang konnten wir gar nicht durch und so. Da waren wir im Haus einen Tag, der Viktor Schenker kommt zu uns und hat uns nachgefragt, ob wir Theater spielen wollen. Dann viele Jugendliche von uns hat sich gemeldet und habe ich gesagt, okay, ich gehe auch mit, und obwohl ich gar nicht wusste, was ist Theater. Also würdest du auch sagen, dass dir das Theater allgemein damit geholfen hat, in deiner Vergangenheit umzugehen? Ja, das hat schon mich sehr geholfen, weil wir hatten niemanden hier in Deutschland. Da im Haus, wir waren alle Flüchtlinge und da waren wir auch von verschiedenen Ländern. Und dort haben wir uns nur so getroffen und Mama, Papa hatten wir hier gar nicht. Und da, das Theater hat mich richtig unterstützt und da bin ich reingekommen. Victor hat mich wirklich immer, wenn ich Probleme hatte, dann hat er zu mir gesagt, Abdul, kommst du mir. Ich habe schon oft mal versucht, dass ich nicht mehr ins Theater gehe, weil es mir selber so schwer war. Und damals ist Victor zu mir gekommen, hat gesagt, Abdul, gib nicht so schnell auf. Du gehörst zu uns, in unsere Familie. Wir haben alle Jugendliche in diesem Theater, haben wir so genommen, dass wir sind wie eine Familie. Wir bleiben auch wie eine Familie. Und jetzt jeder, wir sagen einfach zu uns, ja, wir sind eine Familie. Und so ist Victor zu mir gekommen. Also ich wollte nicht weiter ins Theater kommen. Victor ist zu mir gekommen, hat gesagt, ja, Abdul, komm mit. Ich spiele mit. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann bin ich weitergekommen auf Theater. Ja. Ich finde das voll cool. Ja. Mein Name ist Anna Kaiser, ich bin Sozialpädagogin und ich arbeite als Betreuerin im Integrationsprojekt Kistlaufstraße mit jungen Flüchtlingen zusammen. Genau. Also ich bin Toni Rilden, ich bin Teamleitung im 3. Stock vom Integrationsprojekt Kistlaufstraße. Unser Haus hat 62 Bewohner, die sind aufgeteilt auf 3 Stockwerke. Jedes Stockwerk ist ein Team.
Und wir arbeiten in einem Team. Ich bin die Teamleitung und meine Aufgaben sind sehr viel Organisatorisches, aber auch Krisenintervention oder Gespräche und so weiter. Ich habe jetzt aber keine Bezugsjugendliche. Genau, und ich bin quasi normale Betreuerin. Und bei uns ist es eben so, dass wir sind insgesamt neben ihr noch 5 andere Leute im Team und jeder hat ungefähr 4 bis 5 Bezugsjugendliche, für die er besonders zuständig ist. Und wir sind zwar für alle zuständig im Stockwerk, aber eben besonders für die, die wir als Bezugsjugendliche haben. Und ja, was wir halt hauptsächlich machen, ist wirklich so Sachen wie unterstützen im Asylverfahren. Wir sind viel im Kontakt mit dem Jugendamt, weil das ganze Geld, was den Jungs da zur Verfügung steht, kommt eben vom Jugendamt. Das heißt, die wollen natürlich auch sehen, machen die Fortschritte. Da müssen wir dann häufiger mal Berichte schreiben oder auch zu Gesprächen ins Jugendamt gehen. Dann unterstützen wir viel so bei Alltagsfragen. Wir begleiten manchmal zu Behörden wie ins KVR oder so. Das kennt man ja, dass das selbst für Deutsche schon sehr verwirrend ist. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man da zu zweit ist. Damit findet man sich ein bisschen besser zurecht. Nein, es gibt keinen. Ganz genau. Also wir arbeiten im Schichtdienst. Das heißt, wir haben entweder Frühdienste oder Spätdienste. Bei ihr ist es noch so, sie hat dann Leitungsdienst, weil sie eben die Teamleitung ist. Aber wir haben eben entweder von 7 bis 15 Uhr Frühdienst oder von 15 bis 23 Uhr Spätdienst. Und es ist tatsächlich so, wir haben schon feste Aufgaben teilweise, aber es ist doch irgendwie jeder Tag ziemlich anders. Also man weiß nie, was einen erwartet, wenn man in die Arbeit kommt. Die erste Frage, was war dein erstes schönes Erlebnis, wenn du, als du nach Deutschland kamst? Oh, also, schöne Frage. Schönes Erlebnis, also das, am Anfang gab keine, also ganz ehrlich, gab kein schönes. Aber später haben also gesehen, dass viele Leute sind bereit, uns zu helfen oder geben sehr Wert vor Menschenrecht oder keine Ahnung, andere Sachen. Das war die wichtige Sache, das habe ich in Deutschland gesehen. Also in Afghanistan schon ein bisschen, also ich komme aus Afghanistan, also dort gibt es schon teilweise, aber nicht so ganz. Aber hier ist schon ein bisschen mehr. Wie lange bist du denn schon in Deutschland? Also Oktober 2015, es ist ungefähr 3 Jahre. Ja. Hast du ein Visum für die Einreise? Nein, ich bin total, also illegal von Afghanistan nach Deutschland gekommen bin. Ja. Ah ja, also oft habe ich mir sowas, also ist oft passiert. Ja. Ich habe mich fast 1-2 Mal gedacht, okay, ich muss jetzt einen Schlusspunkt geben und muss wieder zurück nach Heimat gehen. Aber ja, also dann habe ich mir gedacht, okay, also du bist hier jetzt ein junger Mann. Und ich habe das Gefühl, was ich wange. Und ich bin jetzt zum Ende. Und ich habe gesagt, okay, auch wenn es eine falsche Entscheidung war, soll ich jetzt weitermachen. Vielleicht ist irgendwas Schönes später. Hattest du schon Probleme in Deutschland? Eigentlich schon, viel. Zum Beispiel, also Aufenthalt ist eine von denen. Oder Weiterbildung ist eine andere. Und noch. Ja, zum Beispiel Arbeitserlaubnis oder eine Wohnung zu finden. Also gibt es solche Probleme. Wurdest du auch schon mal anders behandelt, weil du aus einem anderen Land kommst oder wegen deiner Religion? Also nicht so konkret, ja. Aber man fühlt sich immer fremd, so ganz ehrlich. Also, bist du mit Freunden nach Deutschland gekommen oder mit Familie oder? Also ich bin total allein nach Deutschland gekommen bin, aber ich habe schon ein paar Freunde unterwegs kennengelernt. Also wir sind immer noch zusammen. Okay. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dankeschön. Es passiert ja auch, dass Sie wahrscheinlich sehr viele persönliche Geschichten miterleben. Beschäftigt Sie das danach noch, wenn Sie nach Hause gehen, oder haben Sie mit der Zeit gelernt, es einfach nur noch so abzuschalten dann? Ja, also es ist so eine Mischung. Ich glaube, gerade wenn man neu anfängt, ist es schon sehr schwierig, sich abzugrenzen. Also so vor 2 Jahren war es bei mir schon noch anders, dass ich da schon sehr viel mit nach Hause genommen habe und
dann aber auch für mich gemerkt habe, das ist nicht gut, weil ich einfach dadurch nicht mehr so professionell arbeiten kann. Und man muss da irgendwie so eine Mischung finden aus, ich bin Mensch, natürlich nimmt mich das mit, wenn ich sowas höre, und gleichzeitig bin ich aber auch professionell und muss einfach auch abschalten, wenn ich zu Hause bin. Und das ist so manchmal auch das Schwierige an unserer Arbeit, weil natürlich... Ja, also meistens schon. Also ich wohne in Bayern, auch in München, seit 3 Jahren. Ich hatte bis jetzt keine schlechte Erlebnis. Also das habe ich von diese rassistischen Sachen draußen in der U-Bahn und so. Aber ja, also man sieht so kleine, so richtig kleine Sachen, dann kann man das auch ignorieren. Ja. Also, wie kam es jetzt dazu, dass du dein Land verlassen hast, und was hat dich dazu gebracht oder wie konntest du das schaffen? Also, es war irgendwann, ich war in Schule nach Bergsen und ganz normal, aber auf einmal die Lage wurde richtig schwer geworden, also meine Sicherheit und so. Und zwar ein paar Anschläge neben unserem Wohnplatz. Denn, ja, und die Zukunft war auch sehr kompliziert dort. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann können wir nach Europa gehen. Und dort also einfach Weiterbildung machen. Dann, ja, zwar damals habe ich mich entschieden, also selber entschieden. Also, Liganzo ist ja der Nachname, also der klingt ja noch nicht ganz so deutsch. Also gibt es in deiner Familie einen Migrationshintergrund oder? Also ich heiße Brandel Liganzo, ne? Nee, meine Mama ist Spanierin, also hier geboren, ne? Das ist halt einfach von der spanischen Seite der Nachname, also ist nichts Großes dahinter. Okay. Und war das dann auch der Grund, wieso du dich so sehr gegen die Nazis, die du gesehen hast, eingesetzt hast? Nee, also ich sag jetzt mal so, ich kann jetzt dafür, dass ich jetzt Spanier bin, halb Spanier. Dass der Grund, dass ich das gemacht habe, war eher dass halt das Thema so wichtig ist und dass mich das halt schon trifft, weil ich meine, was halt passiert ist, ist halt schon, mein Halbbruder ist jüdisch und deswegen stört es mich halt auch, deswegen habe ich halt auch so reagiert und weil mich das halt dann irgendwie sozusagen umso mehr trifft als andere vielleicht, wahrscheinlich. Und halt eben, wie gesagt, das ist halt einfach das Thema, wenn man zurückschaut, krass ist. Du hast ja gesagt, dass du zwei Gruppen getroffen hast. Ja. Und dass du mit der ersten noch relativ gut diskutieren konntest. Ja, verbal. Mhm. Erinnerst du dich noch genau, was du zu ihnen gesagt hast? Also das war jetzt keine gescheite Diskussion, sondern also die ist eigentlich am Ende ins Leere gegangen, weil die sind ja sozusagen noch der Meinung festgeblieben. Und das war, ich habe sie halt einfach nur aufgefordert, das aufzuhören, habe sie gefragt, warum sie das machen. Dann haben sie halt gemeint, dass sie halt Europa hassen, sind halt in Deutschland. Kommen halt aus der Schweiz. Okay, Europa, die Schweiz ist jetzt nicht in der EU, aber liegt trotzdem in Europa. Das finde ich halt auch ein bisschen komisch dann. Und dann habe ich sie halt auch darauf angesprochen, haben sie gemeint, weil sie dafür stehen und weil sie Hitler lieben und Heil Hitler und den Hitlergruß. Okay. Dann, ja. Was waren so deine ersten Gefühle, als du überhaupt so diese Nazis gesehen hast? Also, es waren jetzt irgendwie keine Gefühlsimpulse, weil ich meine, klar war man halt am Ende schon aufgeregt, vor allem halt, was danach, nach dem, was passiert ist. Aber ich meine, ich habe jetzt aus dem Stegreif ausgehandelt und ist jetzt, finde ich jetzt nichts irgendwie so Außergewöhnliches, weil es sollte halt eigentlich schon normal sein. Den Grundriss und die Einleitung, ja, und so. Ja. Und was musst du jetzt machen? Und jetzt brauchen wir halt noch am Ende das Victor Schenkel. Genau. Und ja. Also bei Victor Schenkel eben habe ich da jetzt eigentlich aufgehört und habe mir gedacht, dass ich da noch wie heißt er nochmal? Ja. Wollen wir das dann als Separatstudie machen oder wollen wir das dann an sein? Ich hätte gedacht, ich hänge es an sein, weil sonst sieht das so kurz aus.
Ja, weil sonst steht da irgendwie ein Interview mit Viktor Schenkel und dann ist der andere ein Teil davon. Ich kann ein Interview mit Viktor Schenkel und. Und dann könnte so eine Unterüberschrift machen. Genau. Teil seines Theaters. Doppelpunkt. Wo ist die Heimat? Heimat ist da, wo meine Familie ist. Da, wo ich mich wohlfühle, wo ich sein kann, wie ich sein möchte. Genau. Darüber hören können, wie Sie als Schauburg mit diesem Thema umgegangen sind, wie Sie in das Spiel gekommen sind, wie Sie das entwickelt haben und was es sonst noch so, was Sie so dazu zu sagen haben. Ja, das ist in vieler Hinsicht ein interessantes Stück gewesen, weil wir wollten da, waren gar nicht aufgebrochen mit dem Ziel, ein Stück über Flucht zu machen, sondern wir wollten ein Stück zusammen mit einem indischen Theater machen. Wir hatten eine Partnerschaft mit einem Theater aus Südindien in Bangalore, Ranga Shankara heißt das Theater. Und wir wollten nicht ein Stück machen, wo indische Schauspieler aus Indien, jetzt nicht Migranten in Deutschland, sondern indische Schauspieler aus Indien zusammen mit deutschen Schauspielern auf der Bühne stehen und ein Stück spielen, was wir dann in Indien zeigen konnten und in Deutschland, in ganz Europa nach Möglichkeit, und suchten eigentlich danach, was gibt es eigentlich für ein Thema, was junges Publikum sowohl in Indien als auch in ganz Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland beschäftigen könnte. Okay, wir haben das Thema Migration, aber auch Fluchtbewegung. Das ist natürlich auch ein großes Thema in Deutschland. Wir haben das Stück tatsächlich 2011 schon gemacht mit denen. Das heißt, das war vor 2015. 2015 ist euch ja sicher ein Begriff jetzt als Datum für Deutschland. Angela Merkel macht die Grenzen auf und alle flippen aus, weil plötzlich so viele Flüchtlinge da sind. Aber das Thema, jetzt haben wir ungefähr 60 Millionen Flüchtlinge in der Welt. 2011 waren es schon 40 Millionen. Das war eigentlich schon da. Und dann haben wir natürlich gesagt, wir wollen es für junge Leute machen, für Leute in eurem Alter ungefähr. Was ist denn ein gutes Stück? Und dann hat uns dieses englische Stück dann gefallen. Ich habe dann einfach geguckt, was gibt es für Themen, für Stücke, die das schon thematisieren, weil es eben der Junge mit dem Koffer, dieses, aus der Sicht eines Jugendlichen, eines Kindes, ich glaube der Nas, wenn ihr es gelesen habt, ist am Anfang, ungefähr vielleicht 8 oder 10 Jahre alt, steht nicht genau, bricht ja auf, trifft unterwegs ein Amtsmädchen, ist auch flüchtet, und dann reisen sie zusammen nach und wollen sich nach London retten. Und wir haben dann auch geguckt, das fanden wir auch sehr interessant, die Inder fanden das auch sehr interessant, weil es so, im Jungen mit dem Koffer ist ja dieses Thema nicht so konkret, man weiß nicht, woher die flüchten. Da steht nicht Afghanistan oder Irak oder Syrien. Syrien gab es ja auch noch gar nicht in dem Sinne als Konflikt. Da war in Syrien noch alles friedlich 2011. Das fing gerade an mit dem arabischen Frühling da. Sondern es könnte von überall her sein. Und das fanden wir eben auch interessant, dass es übertragbar ist auf ganz viele Situationen. Und auch der Reiseweg ist halt nicht konkret. Und welchen Ort haben Sie dann gewählt, wo der Junge losgeht? Wir haben den auch nicht benannt. Wir haben den genauso offen gelassen, wie der im Stück ist, weil wir wollten das quasi, wir wollten das ja in der ganzen Welt spielen. Das haben wir auch schon. Wir sind mit dem Stück durch ganz Europa gereist und haben es eben auch in ganz Indien gespielt. Und wir wollten, dass möglichst viele Leute sagen können, oh, das könnte meine Geschichte sein. Sind wir soweit? Ja. Da habe ich schon mal gleich die erste Überraschung, steht jetzt bitte gleich mal auf, weil ich bin kein Freund des Sitzens. Kommt alle mal zu mir ran, ich bin sehr harmlos. Ich fordere natürlich einiges von euch heute, aber ich suche die Nähe zu euch. Also. Thank you.
noch einmal. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Okay, so war's gut. Das ist so genau mein. Die nächsten zwei. Genau, schenkst du ein paar. Jetzt freu dich wieder. Schau, zeig das meinem Publikum. Haha. Schnee. Jetzt kannst du es ja mal, jetzt gibst du, dann sagst du wieder, ich habe keine mehr. Dann gibst du ihm wieder ein paar. Jetzt musst du so ein Spiel entstehen mit den Schneeflocken. So richtig wieder reinmummelt, macht euch so richtig, vergrabt euch in euren Pullover und Mäntel, so. Genau. Hallo, ich bin der Felix und wir hatten jetzt diesen dreitägigen Workshop. Und der war schon echt cool, also dass wir sowas machen durften und dass dann auch die Schulleitung sowas ermöglicht. Und wie man dann auch andere Leute kennenlernt und dann... Also aus dieser ganzen jetzt hier, diesen drei Tagen, bildet sich bei euch dann jetzt so langsam dann vielleicht so ein Gefühl, wie könnte euer Stück sich formen. Ne? Und wie wir es auch am besten darstellen können oder wie wir es am besten rüberbringen können. So wahrheitsgetreu halt auch, ja, wie möglich einfach. So, deswegen informieren wir uns ja auch über alles. Ja, ich kann euch nur den Tipp geben, packt nicht zu viel rein, hört immer auf euer Herz, was treibt euch an. Mhm. Weil es kann auch sehr gerne passieren am Gymnasium, dass die Sache zu verkopft wird, dass man ihm meint, man bringt jetzt das Feature und die Fakten. Und da, ich finde, man muss da immer einen einfachen Weg gehen und den versuchen wir immer so emotional wie möglich, weil zu viele Fakten und Daten in einem Theaterstück, also wenigstens mich berührt es nicht. Aber wenn ich irgendwie, ob es jetzt nur rein visuell ist oder ob es eine erzählte Geschichte ist, aber wenn ich an der dranbleibe, also muss ich mich halt irgendwie packen. Das ist die Kunst im Theater, das irgendwann zu verdichten. Ja. Aber ihr werdet da schon sicherlich einen tollen Weg finden. Ich finde es auf alle Fälle großartig, diese Vorgehensweise mit so einem Dreitages-Workshop. Das ist ja schon mal, finde ich, auch irgendwo ein Geschenk der Schule, irgendwie so engagiert voranzugehen. Ja, vielleicht sehen Sie das Theaterstück dann, wenn wir fertig sind. Ja, wenn ihr mich einladet, komme ich. Auf jeden Fall.